Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Dschungel Challenge. Dies ist Teil 18. Diese Challenge wurde von Daniel von Simfans und seinem Team ausgedacht und zusammengestellt. Und wenn ihr diese Challenge selber spielen wollt und keine Spoiler sehen wollt, dann solltet ihr erst spielen und erst danach dieses Video gucken. Wenn ihr aber keine Angst vor bösen Spoilern habt, könnt ihr gleich weiter gucken. Ja, und Isolde schläft jetzt. Hat sie auch bitter nötig. Ich guck mal, inwieweit ich sie ausschlafen lassen kann, denn wenn sie dann völlig erschöpft ist, bringt ihr das ja auch nichts. Aber ich lasse sie vielleicht nach dem nächsten Aufstehen kurz mit einer Wasserflasche duschen. Obwohl... ich lasse sie schwimmen. So. Denn gegen Ende wird es ja noch stressiger. Darum denke ich, sollte sie erstmal... wir haben ja nicht ganz einen... was ist denn da? Das muss ich gleich mal gucken. Hier hin joggen. Ach, das ist der olle Quarzschädel. Der Schlechte. So, lasse ich sie dann bei der Gelegenheit auch gleich aufs Klo gehen. Nee, das lohnt sich jetzt noch gar nicht. Ich lasse sie einfach mal nur eine Runde schwimmen. Damit sie nicht mehr ganz so dreckig ist. Denn wenn sie so dreckig ist, fühlt sie sich ja unwohl. So, wir haben ja weniger Wasserflaschen als Tage. Und ich würde sagen, lieber jetzt nochmal schwimmen zum Sauberwerden und dann für den letzten Tag noch eine Wasserflasche haben. Weil am letzten Tag wird es bestimmt wieder super stressig. So. Ja, wenn sie damit fertig ist, dann kann sie hier nochmal Brennstoff hinzufügen und nochmal pennen. Ist ja auch noch früh am Tag. Naja, aber so voll ausschlafen lassen kann ich sie irgendwie auch nicht mehr. Weil jetzt ist plötzlich schon wieder 7:30. Es ist unglaublich, wie die Zeit immer vergeht. So. Also, Brennstoff hinzufügen und was essen. Demnächst muss sie dann auch mal pinkeln gehen. So. Okay. Jetzt müsste sie relativ satt werden. Naja, es ist so okay so irgendwie. Lass ich sie noch irgendwie was Soziales machen? Nee, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich lasse sie jetzt hier ein Artefakt authentifizieren. So, und zwar schnell. Ja, immerhin hat sie jetzt Level 4 erreicht. So, dann kommen da auch gleich wieder Spinnen. Okay. Jetzt kannst du hier gleich erstmal wieder Brennstoff hinzufügen. Und wir gucken uns an, was du geschafft hast. Schlecht. Ob ich sie vielleicht lieber noch mehr ausgraben lasse? Ich meine, Level 4 ist eigentlich schon ganz gut. Okay, geh mal hier bei den Avocados vorbei. Wie kann man hier...
Nur Peppbeeren. Ah, den muss man gießen. Die sollten wir uns schon erhalten. Ernten. Und hier kriegt man nochmal die volle Dröhnung. Das ist gut. Und dann hier auch ernten. Und dann schicke ich sie aufs Klo. So. Hierhin joggen. Ja, dann hat sie schon wieder ihren Pinkelgang drauf. Oh, und da hängen wieder welche. Das ist gut. Aber erstmal lasse ich sie pinkeln. Tja, so weit sollte man es gar nicht kommen lassen, dass sie den Pinkelgang draufkriegt. Aber da habe ich nicht rechtzeitig geschaltet. Tja. Naja. So im Nachhinein hatte ich beim letzten Mal dann ja den Eindruck, ich habe sie in den ersten drei Tagen oder in den ersten zwei Tagen nichts machen lassen. Sie hat ja schon ausgegraben und hatte dann halt auch keine Ergebnisse, so wie jetzt. Wir haben ja auch noch kein einziges. Obwohl wir schon mittags vom zweiten Tag haben. So. Ja, immerhin wird sie schon beim Durchqueren jetzt halbwegs sauber. Ohne groß Runden schwimmen zu müssen. So, hier kannst du dann nochmal alle Ernteerzeugnisse ernten. Dann kriegen wir hoffentlich auch Fokusbeeren. Hm, und sie ist schon konzentriert, das ist auch gut. Ah, wegen der Authentifizierung noch. Das ist gut. Na, stopp, stopp, stopp. Hier. Da. Hier hin schwimmen. Da springen. Dahin gehen. Tja. Lass ich sie jetzt authentifizieren oder noch ausgraben? Ich glaube, ich lasse sie lieber nochmal ausgraben. Weil ich irgendwie hoffe, dass sie dann mit einem höheren Level eine höhere Quote kriegt. Aber wir hatten ja beim letzten Mal dann auch, da hatte sie einen höheren Level und die ein schlechtes und gefälschtes nach dem anderen. Man hat da also wohl nur bedingten Einfluss drauf. Oh, das Feuer noch geht's gut. Das behalten wir mal im Auge. Ja, grab mal schön, meine Liebe. Ach, sie tut nichts. Graben. Oh, sie ist müde. Okay, ein Fossilstein hat sie gefunden. Was wollen wir denn damit? Ein Dreckklumpen, das ist schon besser. Jetzt ist es schon wieder 17 Uhr. Stopp! Brennstoff hinzufügen. So, und sie ist schon wieder so müde. Komm! Komm, meine Liebe. Dann lasse ich sie erstmal ein Nickerchen machen. Oder sagen wir, erstmal eine Avocado essen. Und dann ein Nickerchen halten. Weil so hat es gar keinen Zweck. So. Wunderbar.
Na, immerhin ist sie jetzt wieder glücklich. Das Frühabendnickerchen. So, jetzt machst du hier nochmal Brennstoff. Und dann kannst du noch was essen. So. Habe ich ihr jetzt eine Liebesrauschbeere gegeben? Nee. Ich gebe ihr jetzt noch eine Fokusbeere. Sie ist einfach so kokett geworden. Ach so, vielleicht wegen der koketten Dinger, die da rumstehen. Gut. Okay, jetzt probieren wir es nochmal mit dem Authentifizieren bzw. Artefakt freilegen. So, der zweite Tag rum und wir haben bisher noch kein einziges geschafft. Tja. Ich frage mich, wie das zu schaffen sein kann. Und ich frage mich auch, was ich mache, wenn sie es wieder nicht schafft oder wenn ich es wieder nicht schaffe. Also sie gibt sich ja redliche Mühe. Okay, ich gebe mir auch redliche Mühe. Wir sind halt irgendwie intim. Das jetzt beim letzten Versuch nicht sehr erfolgreich war. Ja, jetzt muss ich es noch authentifizieren. Naja, mit mehr Glück hätten wir es bei der letzten Runde geschafft. Dann hätte ich sie wohl auch nicht so unüberlegt schwimmen lassen in dem müden Zustand. Aber ich war einfach so angespannt, dass mir das irgendwie, dass ich das übersehen habe. Dass die Gefahr besteht. Und manchmal ist man ja so ein bisschen blind. Okay. So, meine Liebe, du legst hier jetzt mal Brennstoff hinzu und dann gehst du schlafen. Er isst erst noch mal was. So. Und dann legst du dich schlafen und ich guck mal, was es geworden ist. Schlecht. Mist. Nur schlechte bisher. Tja. Nun gut. Ich mache dann mit dieser Folge mal Schluss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.